Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Raft! Einer meiner Lieblingsgames. Leider gerade ein bisschen Content los. Content mau. Wenn man durch ist, na gut, haha, wird's jetzt sagen, jedes Spiel, wo man durch ist, ihr habt kein Content mehr. Ja, das ist richtig, natürlich habt ihr recht, so wie sonst auch. Es ist einfach nur, dass der Content, der hier dazu kommt, meistens recht schnell erledigt ist und man dann gar nichts zu tun hat, was ich schon mal bemängelt habe. Es gibt da nicht wirklich was viel random generiertes wie so Inseln. Ich weiß nicht, ob die random sind oder nicht, denke ich nicht. Ich habe schon oft die gleiche gehabt, dass ein paar random davon so eine bisschen Abwechslung hat oder so. Naja, wäre halt schön. Ist aber kein Muss. Okay, was machen wir in dem Part? Es geht darum, ich habe mein Boot abgegradet. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Erstens habe ich mal dieses Farbenmix-Teil hier gemacht. Man schmeißt hier dann fertige Blüten von Blumen rein. Während dem Fahren geht das nur. Mixt das hinten Farben zusammen, was dann so ausschaut. Ah. So. Mixed Farben zusammen, was so ausschaut. Und mit dem Pinsel kann man es bemalen. Ich wollte die Kästen anmalen, die ich gemacht habe. Geht nicht. Man kann wirklich nur das Boot anmalen. Ist ein bisschen schade, aber ändern kann ich es jetzt auch nicht. Okay, was habe ich gemacht? Also, ich habe hier einen Stockwerk eingezogen. Meine Motoren sind nach wie vor hier. Die Kiste habe ich hier abgestellt. Sofern das nicht schon ein Part war, weiß ich jetzt nicht. Die Biokraftstoffsachen sind an den gleichen Stellen. Ich schaue hier das jetzt halt alles rein, immer nur. Und ich gebe Honig en masse von den zwei Dingen. Mein Battery Charger steht hier, das wissen alle schon, die was die vorigen Parts gesehen haben. Dann, was ich gemacht habe, ich habe hier, habe ich mal ausgebaut ein bisschen. Ich dachte mir, jetzt habe ich so viele Tiere, sterben können sie nicht mehr. Ich sammle jetzt immer mehr und mehr und da waren die 2x2 ein bisschen klein. Jetzt haben wir 4x2. Das ist schon mal gut. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt verbinden sollte mit so Wasserrohre auch hinten die Sprühe. Und dann müsste ich nochmal ausbauen, weil die können, na, da heißt es wieder da, die können da nicht im Wasser, geht nicht und der Anschluss ist da hinten, sonst sprühen die in die falsche Richtung. Aber gut, soll so sein. Das überlege ich mir noch. Dann habe ich hier meine Essensstation aufgebaut. Hier waren immer die Schmelzöfen. Jetzt habe ich die Essensstation hier herbaut. Die Schuhe sind recht cool. Ich bin total begeistert von denen, schon immer gewesen, ja. Man erntet ab, man baut wieder an und kann so auf die Schnelle eigentlich irgendwo was hinmachen, wo man eigentlich kein Beet hat und kann das so wirklich, wie es jetzt dazwischen machen, zwischen die einzelnen Crafting-Sachen, Gebäude, Kästen, etc. Man kann das so unauffällig dahinstellen und fürs Kochen zum Beispiel hier für einen Eintopf 4 solche Gemüsedinge empfehle ich jedem, geht schnell. Habe ich mir 4 Kartoffeln, baue ich mir hier immer an und das funktioniert bis jetzt eigentlich relativ geil, muss man schon sagen, ja. Das hier bin ich am Abbauen. Es fehlt schon eine Reihe, die sind in den 90, da muss ich mal was anderes einfallen lassen hier, beziehungsweise einfach nur was Hübscheres hermachen, das mit den Trophäen, glaube ich, mit Kerzen. Aber das, da komme ich noch, das überlege ich mir noch, da komme ich schon dazu. Also. Ich sag, wir haben größere Farm da vorne. Wir haben hier 4x für Holz. Hier die, also Bäumchen. Hier die Sträucher. Das hat sich auch total verändert. Wir haben hier die Samen davon. Erdbeeren habe ich leider keine mehr. Samen. Hier haben wir fertiges Obst. Und das muss ich sagen, das ist schon geil. Das hat sich schon auszahlt. Den nehmen wir jetzt auch mit da. Jetzt schmeißen wir wieder in den Biokraftstoff-Diesel rein. Dann brauchen wir hier nicht mal die Hand bewegen. Es geht sogar noch ein bisschen schneller. Wie gesagt, abbauen, weil sonst kommen die blöden Möwen wieder daher. Und wir haben hier sehr viele Ananas. Ich habe mir überlegt, was ist die beste Frucht zum Anbauen? Bei denen hier weiß ich nicht, ich denke, das ist die Wassermelone. Das muss ich mal schauen, was es sonst noch gibt, sonst am Anbauen. Von denen hier. Banane weiß ich jetzt nicht, was sie bringt. Das könnten wir aber geschwind mal durchtesten, wenn wir schon dabei sind. Nehmen wir auch mit. So. Nehmen wir das mal. Die Banane, die ist.
Die Mango haben wir eh und die Wassermelone. So, testen wir mal. Also wir kriegen hier beim Essen von der Rübe so wenig, dass ich es nicht mal sehe. Also unnötig. Dann haben wir die Ananas. Gibt eigentlich relativ gleich viel Essen wie Trinken, das ist gut. Die Wassermelone, man kann mehr Wassermelone essen, aber kriegt natürlich wesentlich mehr Trinken. Fürs Essen hilft es weniger. Die Banane bringt überhaupt nur Essen. Mir geht es hier um eine nützliche Frucht. Die Mango. Ist eigentlich wie die Ananas. Also ich würde empfehlen, das habe ich mal lange überlegt, was ich da empfehle, habe das durchprobiert, habe es jetzt wieder probiert, wie ist es jetzt. Ich würde empfehlen, dass man Ananas anbaut. Ananas anbaut und die Mangos. Beides bringt Essen, Trinken in ziemlich gleichem Maße, was im Endeffekt dann wieder hilfreich ist. Es wäre jetzt interessant, was das Teil da bringt, wenn ich die grill. Die dann mehr bringen oder wenn ich es einfach mal einen Topf draus mache. So. Da braucht man halt immer wieder auch diese Tontöpfe, das ist halt immer ein bisschen mit Aufwand verbunden. Man kann natürlich auch einfach Fische grillen fürs Essen. Aber man hat dann jetzt nicht viel Platz verschwendet schon. Ich versuche jetzt gerade mal rauszufinden, was beides auffüllt und bei beidem eigentlich hilfreich ist. Und derweil schaut es aus, als wäre das, was auch natürlich immer im Hinterkopf, immer wieder farmbar, anbauen, schnell bekommbar ist. Sicher gibt es vielleicht Sachen, die anderwertig gut sind. Rezepte mit den Pilzen sind zum Beispiel sehr gut, finde ich, oder mit den Silberalgen. Aber die muss man halt auch immer suchen, finden. Das ist halt immer so eine Sache. Gut, somit habt ihr meine Anbaustation gesehen, AK Bauernhof. Und hier oben meine neue Crafting-Plattform. Hier kommen die Kästen nacheinander sortiert. Holz, Plastik, Palmenblätter, Metallbolzenzeug und noch Metallschrott. Und hier mal eine Mischung, weil hier fangen dann die Mistkästen an. M-I-S-C, Mist, meine ich. Die, was einfach so Mischlingskästen sind. Hier haben wir links alles, was noch geschmolzen gehört. Und hier rechts, was geschmolzen ist. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen Stock drauf baue und dann mehrere von den Bäumchen hinmache. Das wäre natürlich cool, wenn ich dann mehr machen könnte. Werden wir wahrscheinlich machen, aber ja, nicht in dem jetzigen Part. Das mache ich dann dazwischen. Sonst zahlt sich das ein bisschen. Gemüseeintopf ist auch schon fertig. Wie man gerade hört. Man kriegt aber auch nur einen raus. Man kriegt aus den starken Rezepte schon mehr raus. Das ist, es füllt mehr das Essen auf als übers Maximum hinaus, ja. Hat seine Daseinsberechtigung, weil total easy machbar. So ist es ja nicht. Jetzt müssen wir mal die mitnehmen. Grillen wir die. Die gegrillte Variante von denen. Das sehe ich jetzt nicht, muss ich warten. Okay. Und wir können schon wieder Kartoffeln ernten. Die Kartoffeln sind wirklich ein Wahnsinn. Man muss sie halt leider immer händisch wässern. Ich habe mal den Schuh oben zu so einem Sprenkler hingestellt. Ich glaube, mich jetzt zu erinnern, dass das den Schuh nicht gegossen hat. Warum auch immer, wenn das Wasser einfach geflogen kommt. Aber okay, das ist so. Ja, also ihr seht, ich habe hier massiv ausgebaut. Die Dinger da brauchen viel Titan. Ich habe nicht gewusst, dass Metallschränke immer aus Titan hergestellt werden müssen, aber... Wo wir bei Titan sind, wir sind bei einer kleinen Insel, wir gehen mal mit dem Metalldetektor eine Runde. Vielleicht fährt man auch unser Raft dann ein. Schauen wir mal, so, nehmen wir mit. Das auch, das wirkt irgendwie sehr... Ja! Haha, geht sich aus. So, wenn wir noch ein bisschen Holz einsammeln. Und schon wieder Honig. Ja, ich trottel, ich habe nicht genug Platz. Ich lege da mal einen drum ab. Jetzt kommt da sicher wieder rauf. Eins habe ich, ist da oben. Ah, das haben wir hier. Nein, komm her. Komm her. Geleg.
Ist die Blume aufgekommen? Nee, also wenn zwei drin sind, braucht man die eine gar nicht wässern, dann trinken wir mal einfach drauf. An. Hebt mal an! So. Also wir werden hier weiter umbauen jetzt. Ich werde das zusammenschneiden, immer wieder die Farmen rumfahrstellen, werde ich rausnehmen. Eier produzieren die wirklich wie so. Ich hätte urgern noch mehr Hühner. Ich hätte viel Hühner würde ich haben. Ich esse Eier normal in echt auch gerne. Also man kann nie genug Eier haben. So. Mal weiter. So. Stopft man da was rein, stopft man die Eier, sind übrigens total super zum Auffüllen von dem Zeug hier. Das darf man nicht unterschätzen, das Fischfangen dauert eine Weile etc. Aber man kriegt das hier so schön schnell, dass das wirklich, das ist eigentlich nur mehr, schon nur mehr Freude. Ich könnte hier was machen, einen Steher herstellen, eine Leiter machen. Nur eine Reihe Bäumchen machen. Das wäre natürlich sehr geil. Ja, ich glaube, ich mache mal den Ring. Dazu brauche ich meinen Hammer. Das wäre dann irgendwo hier. Oder Nägel. Noch nichts da. Schauen wir nochmal, ob das überhaupt geht. Würde gehen. Heißt aber so viel wie ich verliere irgendwo hier. Boah, wie mache ich denn das? Das ist ein blödes. Ich muss ja dann mit einer Leiter im Endeffekt darauf. So, dann machen wir sich mal frisch ans Werk. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Wir haben hier jetzt, der kann jetzt die vier bauen. Dann brauchen wir. Der baut die. Der baut die. So. Der baut. Das ist fast wie berechnet. Der bauen, nimm das mit und der das. Das geht sich wirklich perfekt aus. Das ist ja wirklich wie wenn ich es so berechnet hätte. Der baut den, so. Ja, absolut geil. Absolut geile Sache. Wir haben ja einiges an Holz, da können wir sich jetzt ja mal austoben. So. Wo mache ich jetzt meine Leiter, um darauf zu kommen? Hier? Ist irgendwo eine Leiter? Ja. R ist drehen. Das muss man da unten ansetzen. Ja, und dabei geht es wahrscheinlich nicht, weil. Ich stelle es mal einfach hierher. So, wenn ich da zum Kreis renne. So. Ich mach das mal zu. Ich wollte es echt offen lassen, ob ich schräge Ecken mache oder nicht, aber. Sonst kann ich nichts mehr was hinbauen. So könnte ich es bauen. Bau hier innen. Könnte ich theoretisch. Holz! Und Nägel. Nägel. Mal hier. So. Ja, das passt.
eigentlich. Nein, das passt nicht. Ich habe Scheiße gebaut. Ich will ja da eigentlich oben nichts machen. Ich will ja das so. So will ich das haben. Und hier ein Dreieck. So. Schauen wir mal, wie man das leiterntechnisch hinkriegt. Okay, nervt mich. Ich will unten das Geländer nicht wegreißen. Oh ja. Oh ja, das schaut geil aus. Jawohl, eine Aussichtsplattform. Leiter, wenn es noch geht. Jetzt brauche ich wirklich bald Holz. So. Könnte eigentlich nur zwecks. Einfach nur um zwecks. Nein, kann ich nicht. Ich habe damit kein Aufsichtsding mehr. Okay. Na, das schaut gut aus so. Das gefällt mir. Das gefällt mir, das ist schön. So. Dann müssen wir hier die Geländer machen. Machen wir mal Geländer. Und da brauche ich viel Seil und viel Holz. Das wird sich jetzt nicht ausgehen. Weil das Seilzeug ist mir egal. Ihr seht, ich habe da... Ah, falsch. Fuck. Ihr seht jedenfalls, ich habe da doch ein paar Sachen. Von den Blättern hat man ja genug. So, und hier wird was aufgebaut. Und da brauche ich noch die Bewässerung dafür. Eieieiei. Eieieiei, da werden wir einen Schlauch von unten rauflegen, glaube ich mal. Gut. Wir fahren weiter, wir gehen schlafen. Schauen wir mal, was passiert. So, alle, da sind wir. Wieder. Also, ich habe mich ein bisschen ausgetobt, wie ihr seht. Ja. Ich habe jetzt absolut keine Materialien mehr. Ich bin komplett blank, sozusagen. Und. Aber ihr seht, ich habe hier drei. So, wie heißen die Dinger gar? Für die. Boah, wie heißt denn das Zeug? Ja, keine Ahnung, also das Anbau, schau ich nach, große Anbauflächen, hier vier mit zwei so Sprenkel, ich weiß nicht, ob sie mit einem ausgehen, ich glaube aber fast nicht. Und hier noch ein, ich wollte eigentlich an die Wasserversorgung anschließen, das geht aber nicht, die Rohre nach oben bauen senkrecht, haut nicht hin, das ist so kompliziert, das will mich nicht. Es ging einfach nicht, ja. Ich wollte mir auch nicht alles mit jetzt so Pfeilern vollpflastern, dass ich irgendwelche Ebenen einziehen kann, weil das schaut nicht gut aus. Weil prinzipiell sprühen die ja nur, auch die Batterie hier sind voll, die sprühen ja nur, wenn ich was anbaue, das muss ich händisch machen, das ist ja nicht ständig wie bei den Tieren. Das werde ich so mal lassen, das ein bisschen nachfüllen kriege ich hin. Schaut dann optisch schön aus, das opfere ich jetzt der Kosmetik. Weil, wenn ich hier nachdenke, die da muss ich eigentlich praktisch nie nachfüllen. Auch die Batterien nicht wechseln. Die brauchen so lange, bis sie leer werden. Weil die ja nie sprühen. Da geht Wasser nicht weg und Batterie wird jetzt auch nicht viel verbraucht sein. Nee, das lassen wir mal so. Und das frisst jetzt wahrscheinlich ein Vogel, aber egal. Und somit habe ich es hinbracht, ja. Ich habe hier einen Steherheizung. So ein kleines Dreieck gemacht, auch natürlich stylisch gesehen. So ein kleines Dreieck gemacht. Ein Steher, noch ein Dreieck, ein Steher, dann habe ich hier die Ausläufer bauen können. Mehr mache ich da jetzt auch nicht mehr, es schaut einfach sonst nicht gut aus, finde ich. Ich werde hier nur noch Geländer bauen, dass ich da eben nicht runterfall. Nur habe ich da natürlich wieder nicht genug mit. Ich könnte noch Seile, könnte ich sogar... Bauen nicht allzu viel. So, bauen wir das ein. Schon wieder vorbei mit der Seile.
Und ein Stockwerk zu tief. Warum ich die... Ich nehme meistens die Blätter. Warum? Weil die Blätter einfach wirklich en masse viel erquammt werden. Das weiß jeder, der das Spiel immer gespielt hat. Von die kriegt man so viel von dem Zeug, dass ich eigentlich die Kästen dann immer voll habe. Und bevor die Kästen dann alle voll sind. Dann im Endeffekt... Ich sowieso nicht mehr weiß, was ich mit den Blättern tue, stelle ich Seile draus her. Ja, schaut gut aus. Ja, schaut cool aus. So, da werden wir jetzt was anbauen. Probieren wir das mal, ob das funktioniert. Jetzt nehmen wir die drei da, die müssten ja eigentlich bewässert werden dann. Mach was. Geil. So, jetzt probieren wir noch was. Wenn ich jetzt eine da hergebe und der sprüht, schaue ich, ob die drüber... Also mal die dazu, so. Ne, der trifft nur die drei, dann braucht wirklich der einen, den einen braucht man wirklich fürs vierte. Und da kann ich jetzt theoretisch meine eigene Holzfabrik bauen. Das gefällt mir. Gefällt mir. Wirklich sehr gut. So. Hauen wir mal ab. Wie gesagt, wir gehen jetzt langsam die Materialien aus von so ziemlich allem. Ich habe nämlich das Problem, den will ich jetzt loswerden. Da. Oh, fertig. So, ich habe nämlich das Problem, mir geht der Schrott aus. Das war jetzt nicht so klug, da hätte ich mehr rausholen können. So, haben wir eh noch einige auf Lager. Okay, also, ich denke mal, das reicht mal für ein Part jetzt mal ein schönes Floß-Upgrade. Läuft alles, sag ich mal. Die wachsen jetzt auch brav dahin. Jetzt habe ich meine eigene Holzfabrik hier. Ich muss jetzt nur mehr... Jetzt gehe ich weiter Titan farmen. Weil ich eben das, die auch abbauen will, alle da. Abreißen die Kisten. Da brauche ich aber oben mehr Kisten. Und zumindest mal in der Mitte die vier weg, dass ich da gerade durch kann. Da muss ich aber für die ganze für die ganzen Sachen hier muss ich dann ja einiges an Kästen schaffen oben. Das kann ich mitnehmen. Und da habe ich schon noch was zu tun. Ja gut. Aber das war's einmal mit dem Ab. Warte mal, fehlt ja was. Oder? Warte mal kurz. Ich wollte die da ja. Die wollte ich ja noch machen. Nur so ein Schwimmteil machen. Könnte ich. Moment mal. Kann ich die da überall? Aber ganz sicher kann ich das überall. Ja, ich wollte das die Gartenzeug ja noch an die Schläuche ranhängen. Na, das werden wir noch schön machen, wenn wir schon da sind. Weil ursprünglich habe ich mir überlegt, ob ich das überhaupt mache. Aber ich sag mal, war ich das schräg? Dann machen wir so. Dann machen wir schräg. Aber ja. Ich habe es jetzt eine Weile nicht gemacht, aber dadurch, damit die Dinger jedes Mal so wirklich willkürlich random einfach lossprühen, ja. Sobald man irgendwie... Oh je. Fehlt mir was. Einfach lossprühen und somit eigentlich sehr, sehr schnell leer werden, habe ich halt das Problem damit ein Schlauch da, also ein Wasserschlauch da jetzt eigentlich wirklich nicht schlecht wäre. Na toll. Viel habe ich da jetzt nicht. Also so viel wie zweimal verstärken geht. Machen wir. Ja, hilft sehr wurscht, welches machen wir das. Und wir werfen die Motoren an und geben Gas. Und ich bin gleich zurück, wenn ich da mehr davon habe. So, alles verstärkt. Somit können wir die Rohre legen. Als schönen Abschluss für den Part machen wir das. Ich überlege mir gerade, ob wir es zuverlegen. Da, wir müssen sowieso da vorbei. Dann machen wir so. Ich habe hier jetzt alles, wie gesagt, verstärkt mit Eisen. Und dann brauche ich da verdammt viele Rohre, sehe ich gerade. Jawohl! Zack! Voll ist! So, haut hin! Bis auf ein Rohr sich ausgehen. Könnte ich das irgendwo hingehen? Oder? Nee. Da ist wurscht. Okay, also wir haben jetzt auch das. Das würde ich euch auch empfehlen. Das ist praktisch das, was am meisten benötigt wird. Die. Grillen da gerade Kartoffeln.
bei den Tierflächen hier, da wird es am allermeisten knapp werden mit dem Wasser und dann mit den Batterien. Die andere da oben, ja, die sprühen einmal, dann wächst das dahin. Also ist jetzt nicht so meiner Meinung nach das riesige Problem an dem Ganzen. Aber wenn ich da jetzt raufschaue, ich habe da jetzt einmal was anbaut. Das hat sich noch nicht mehr bewegt. Also. Aber ihr seht es hier. Oh, da habe ich vergessen. Aber ihr seht es hier. Unsere Farm. Hier werden wir jetzt Holz farmen. Ich überlege gerade, ob ich mit die unten drunter irgendwas Sinnvolles machen könnte. Könnte da Öfen hinstellen, da statt denen da. Weil viel von dem was dann wirklich so Kartoffelbrat-Ding machen. Aber gut, okay. Überlege ich mal. Seht beim nächsten Part. Ich weiß nicht, wann der kommt, sage ich gleich. Weil Content ist ja nicht viel da. Vielleicht baue ich meinen Floß herum, dann gibt es ein Update vom Floß. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schalt's wieder ein. Lasst ein Abo da, liken, Comment, ist alles gern gesehen. Auch Kritik und meine Axt ist kaputt. Arsch. In dem Sinn, bis dann und ciao.